unser Tapir-Nachwuchs hier. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist unser kleiner Baby-Tapir? Ah, hier vorne läuft er rum. Ja, Jungtier, gerade frisch auf der Welt. Boah, nicht wirklich tolle Werte. Naja, schade. Da hoffen wir mal, dass der dann irgendwann vielleicht nochmal den verkaufen können oder sowas. In der Art irgendwie. Ah, wir haben neues, nein, ein Souvenir-Laden haben wir jetzt freigeschaltet. Perfekt. Und wir können jetzt auch mal mit Strom noch ein bisschen forschen, würde ich vorschlagen. Dass wir so ein bisschen Solarenergie und sowas kriegen, also ein bisschen nachhaltig auch die Energie erzeugen hier bei uns. Und den Souvenirladen platzieren wir natürlich jetzt auch mal. Gucken wir mal, wo ist denn der Souvenirladen? Merchandise. Ne, da ist er nicht. Finanzen, Getränke, Informationen. Ach, ein Souvenirladen gerade freigeschaltet. That's fantastic. Haben wir den? Den haben wir, glaube ich, schon, oder? Mr. Momento. Drink, Food, Info, Merchandise. Der hier vielleicht? Looney Bloons, den hatten wir, glaube ich, schon. Oder? Den noch nicht? Wir hätten den schon hier gebaut, aber so wie es aussieht, haben wir den noch nicht gebaut. Dann bauen wir den jetzt mal. Der kommt dann hier vorne hin. Jetzt ist er natürlich wieder blockiert, okay. Ach komm. Ist dein Ernst, der sagt, er ist blockiert. Vielleicht kriegen wir ihn hier hin. Das geht. Sehr gut. Dazu stellen wir natürlich unseren Verkäufer nochmal eben ein. Gut, das haben wir auch. Ich dachte, wir hätten noch mehr freigeschaltet im Moment. Was sagt unsere Veterinärforschung? Bei den Springböcken müssen wir weiter forschen. Oh, damit wir dann die nächsten Tiere in den Park reinholen können. Und dann schauen wir nochmal eben hier bei den Souvenirläden. Hats Fantastic. Ah, okay. Hats Fantastic haben wir freigeschaltet. Einrichtungen. Wo haben wir ihn? Dann bräuchten wir erstmal. Also ein leerstehendes. Hier, den Laden, den kleinen Laden. Den packen wir hier hin. Dann gucken wir bei Merchandise. Add Fantastic da. Das wahrscheinlich hier bearbeiten. Added Group Mode. Einrichtungen, Add Fantastic. So. That's fantastic. Sehr gut. Jetzt haben wir auch That's fantastic. Fantastisch. Und dann kaufen die Leute hoffentlich da jetzt fleißig ein und kaufen Hüte. Kauft euch Hüte. Das ist natürlich genial, wenn wir jetzt nochmal richtig schön Asche machen durch die ganzen Hüte, die wir verkaufen. So. Zeit. Ich verstehe es halt nicht, dass man halt, also was hier los ist. Lass mir den Mandrill mal hier rein. Da, der ist ja hier schon. Habt ihr gesehen? Der war da vorne schon. Also der ist schon im Gehege. Genauso wie die Antilope hier. Die können eigentlich nicht im Tierhandelszentrum drin liegen. Geht eigentlich nicht. Und der auch. Also es ist halt irgendwie verstehe ich nicht, um ehrlich zu sein gerade. Es wird, glaube ich, schon weniger hier, oder? 20 von 30, ja. Naja. Wir müssen es leider so einzeln machen, oder? Wir können die Tiere vielleicht Vielleicht können wir die jetzt, wenn wir die jetzt ins Handelszentrum alle schicken hier. So. Ins Handelszentrum schicken. So, zack. Die sind jetzt da draußen. Und jetzt gehen wir nochmal sagen Ort Handelszentrum. Das ist so. Wie sehen wir jetzt alle aus hier?
und sagen jetzt, verlegen und in das Gehege hier rein. Vielleicht klappt das. Dass sie dann halt aus dem Handelszentrum verschwinden. Also, wir schicken sie ins Handelszentrum rein, obwohl sie eigentlich schon im Handelszentrum sind, und dann ziehen wir sie wieder zurück. Könnte funktionieren unter Umständen. Wir machen natürlich auch noch Gewinn, das ist auch schon mal ganz gut, grundsätzlich. Und die Bewertung vom Zoo steigt auch immer weiter und weiter und weiter. Auch schon mal schön. So, jetzt kommen hier die Tiere langsam an. Wir spulen die Zeit mal ein bisschen vor. Und gucken mal, ob das jetzt geklappt hat vielleicht. Tierhandel. Tierhandelszentrum. Nicht, ne? Also, wobei, es wird weniger. Guck mal. 18, 30. Da waren das jetzt schon alle. 14. Okay, es funktioniert. Ich glaube, es funktioniert. Ah, immerhin. Dann machen wir das gleich nochmal mit den Pfauen auch nochmal komplett einmal. Und dann sollte das doch klappen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, haben wir den Bug erfolgreich behoben, ohne dass wir großen Aufwand betreiben mussten dafür. Deswegen gehen wir jetzt einmal bei den Zoo, gucken uns die Tiere nochmal an und gehen dann, wo sind die? Die Frauen hier. So. Wenn wir sie jetzt verlegen? Nee, gehen wir zum Handelszentrum. Handelszentrum bewegen. Zack. Mal alle raus, so. Raus aus dem Gehege, alle Mann. Noch mehr Frauen hier irgendwo. Sind alle jetzt im Handelszentrum. Aber wir können nach der Art suchen, ne? Blauer V, ja, das sollte passen. Nehmen wir die jetzt alle aus. Zack. Sagen verlegen und hier ins Auenland rein. Das könnte doch funktionieren. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wenn das jetzt klappt. Natürlich ein Traum. Das wird jetzt natürlich einen kleinen Moment dauern, weil jetzt alle möglichen Leute damit beschäftigt sind, die Tiere hier reinzubrachten in das Gehege. Aber sie laufen hier rum, trinken, essen, sind, glaube ich, happy und zufrieden. Oh, ein Mandrill ist trächtig. Nachwuchs erwartet im September. Wo die eigentlich schon durch ist hier vom Alter her. Also eigentlich dürfte sie schon, vielleicht wurde sie kurz vor Ende nochmal geschwängert. Gucken wir uns mal bei dem Mandrill mal das Sozialverhalten an. Adult Population sieht gut aus. Die fühlen sich also wohl soweit. Ja. Am Rückzugsort haben wir das Gelände passt, die Bepflanzung passt. Da sieht soweit alles safe aus. Ja, und jetzt schauen wir mal. Unser Tierhandel sagt, das Tierhandelszentrum. 6 sind noch drin. Okay. Den verlegen wir jetzt hier in den Affenstall rein. Bei den männlichen. Oh, das sind weibliche Frauen hier, okay. Ja, wobei die werden auch transportiert, gerade sehe ich. Dann warten wir da nochmal kurz ab, bis die alle fertig transportiert sind. Unsere Besucher können natürlich immer noch hier ins Faunland auch reinlaufen und sich da so ein bisschen im Gehege bewegen, was ich halt auch mega cool finde, dass es bei einigen Tieren halt geht. Es ist viel Müll vorhanden, das heißt, wir sollten vielleicht nochmal einen weiteren Mitarbeiter einstellen, und zwar hier so einen Zoopfleger, der sich dann um den ganzen Müll kümmert. So, Springböcke leiden an niedrigem Wohlbefinden. Warum? Sozialverhalten. Soziale Gruppe, zu viele ausgewachsene Tiere, okay. Das heißt, wir müssen bei den Springböcken vielleicht nochmal ein bisschen gucken. Forschung abgeschlossen für die Springböcke. Sehr gut, was haben wir denn da Schönes? Wir haben besseres Futter, mehr Informationen und vielleicht sogar noch ein Spielzeug entdeckt. Schauen wir gleich mal rein. Ja, dass die Müll vorhanden ist, wissen wir doch bereits.
Da müssen wir da mal gucken, ob wir ein paar Springböcke nochmal loswerden. Aber eigentlich sind zu wenig Tiere drin. Da müssen eigentlich mehr Springböcke rein. Normalerweise. Dass ich die Warnung auch nicht wegklicken kann, das ist natürlich auch ein bisschen doof. Tierhandel. Haben wir auch noch. Das ist, wobei sind einmal eine Rappenantilope. Reinverlegt in das Gehege. Und der Springbock hier wird auch mal verlegt hier rein. Dann springen wir mal vor und gucken, ob das klappt oder ob es nicht klappt. Weil der Mandrill wurde, glaube ich, auch nicht, glaube ich, auch nicht verlegt. Wenn ich das richtig sehe. Ansonsten müssen wir gleich nochmal gucken. Ich glaube, den Mandrill haben wir hier schon öfter verlegt gehabt, meine ich zumindest. Zumindest gerade meine Vermutung gewesen. Ja, dann gucken wir uns nochmal Simba Bayo an. Simba und Bayo. Doch, hier sehen wir den Namen. Simba. Und da war doch gerade Bayo, ich habe gerade gesehen. Simba. Und Bayo, die werden ins Handelszentrum geschickt. Ist mit dem Tapir los? Ach, der Tapir hat Stress. Okay. Gut, jetzt gehen wir auf den Zoo. Gehen einmal. Und der eine Mandrill war es ja auch noch. Der war noch ziemlich jung vom Alter her. Amina, ja, das auch noch. Ab ins Handelszentrum erstmal. Gut. Ort. Handelszentrum. Beiden Springböcke. Beziehungsweise Rappenantilope und der Springbock. Die verlegen wir jetzt hier wieder zurück. Sollte das auch gleich passen? Dann sind wir diesen lästigen Bug los. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, die werden jetzt hier gerade reingebracht. Beim Tierhandel mal. Ja, jetzt sind noch Amina da. Und die schicken wir dann jetzt natürlich auch wieder zurück vom Handelszentrum ins Gehege. In den Affenstall. Puh, dann haben wir es gelöst. Perfekt. Gut, wir hatten bei der Veterinärforschung, die läuft gerade nicht, die sollten wir wieder anschmeißen. Ah, ist noch ein Mandrill, ist noch wieder trächtig. Beim Strom müssen wir auch nochmal weiter forschen. Damit der Strom auch nochmal fertig wird. Was macht er hier? Achso, er prüft das Gehege, glaube ich, ne? Ja, der macht hier ein bisschen, der macht das Gehege heile. Da muss immer wieder ein bisschen ausgebessert werden zwischendurch. Boah, schön, machen wir erstmal die ganzen Stellen durch. Ja, das ist eine Dame. Ist das hier alles noch heile, Jordan? Ich mach da ein Loch rein. Ja, ich sehe das ganz genau. Ich beobachte das. Oh, hier fighten zwei Rappenantilopen. Immer die ganze Zeit rappen. Ich dachte, die rappen, aber. Sehr gut. Ja, so ist die Natur. In einem eingefärbten Raum. Ja, aber ich glaube, den Besuchern gefällt, was sie hier sehen. Da werden auch fleißig Fotos und so gemacht. Und die Rappenantilopen und die Springböcke können auch zusammen in einem Gehege untergebracht werden. Das ist kein Problem. Achso, zu wenige. Okay, ja, genau. Deswegen haben wir ja, deswegen holen wir uns ja noch ein paar Springböcke jetzt vielleicht. Ich glaube, ein oder zwei Springböcke dürften dann reichen. Gucken wir mal Tiermarkt. Und zwar brauchen wir da den Spießbock, sondern den Springbock. So, hier haben wir einen 133, den nehmen wir mal auf.